eigentlich fotografiere ich seit meinem 10. Lebensjahr. Mein Großvater war selber auch Fotograf, leidenschaftlicher Hobbyfotograf. Und da habe ich meine erste Kamera bekommen zu Weihnachten. Das war eine Praktika, Spiegelreflexkamera, und seitdem fotografiere ich. Seitdem hat mich die Leidenschaft der Fotografie nicht mehr losgelassen. Daher ist es einerseits einmal ganz wichtig, dass man das Gewohnte verlässt. Man muss einfach andere Wege gehen, man muss kreativer sein, man muss aufzeigen können. Und das kann man nicht, wenn man nur das Handwerk des Berufes, der Fotografie erlernt, aber im Endeffekt gleich fotografiert wie alle anderen. Das heißt, man muss irgendwie das Gewohnte verlassen. Das gehört heute zu einem guten Fotografen, auch das Marketing dazu. Ohne eine gute Marketingstrategie kann er noch so gute Bilder machen, das wird keiner sehen, oder nur halt seine Freunde auf Facebook. Im Endeffekt ist das Marketing etwas, was ganz, ganz wichtig ist in dem Beruf geworden. Und als dritten Tipp ist es einfach so, dass sich auf keinen Fall irgendwo vielleicht beeinflussen oder verbiegen lassen sollte von anderen, die irgendwo sagen, so hat das gemacht oder so, so hat das gemacht, sondern einfach strikt seinen Weg gehen, seine Ziele verfolgen, sehr viel lernen anhand von anderen Fotografien, offen sein. Und ja, da gehört sehr viel mehr dazu, als wenn nur drei Punkte, aber im Endeffekt ist das einmal so der Anfang. Ich bewege mich auch und für sich sehr gerne in unterschiedlichen Bereichen. Ich möchte mich nie irgendwo in irgendeinem Bereich satt sehen. Und so versuche ich immer wieder, immer mehr in meine Bilder auch eine Geschichte einzupacken. So wie bewegte Bilder, also die Fotografie ist ja der Schritt zu bewegten Bildern, der erste Step. Sollte es so sein, dass in meiner Fotografie einfach sich der Betrachter seine Geschichte daraus ziehen kann. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Und das kann man sowohl in einer erotischen Fotografie natürlich haben, aber genauso, als wenn ich jetzt Obdachlose fotografiere, da haben wir ein Projekt gehabt, wo wir Todeskandidaten im Gefängnis fotografiert haben. Es sind immer wieder unterschiedliche Aspekte und unterschiedliche Aufgabengebiete, und das macht eigentlich für mich deine Fotografie interessant. Es wäre so, als würdest du jeden Tag nur Hochzeitsfilme drehen und immer nur dasselbe. Man sucht einfach immer wieder ein bisschen Abwechslung reinzubekommen und einfach die Bilder, die man dann erschafft, ein bisschen zum Leben erwecken. Ja, Prominente habe ich schon relativ viele vor der Kamera gehabt, und ich glaube, interessant sind für mich so Menschen wie Aborigines zum Beispiel oder Indianer, die noch in Reservats leben, einfach so Persönlichkeiten kennenzulernen, denen aber auch zuzuhören, einfach nicht nur zu fotografieren, sondern ein bisschen in sie eintauchen, in diese Atmosphäre eintauchen, in deren Lebenseinstellung eintauchen. Und natürlich sind immer wieder Charaktergesichter wie Robert De Niro oder Jack Nicholson natürlich auch interessante Themen. Aber ja, also es gibt es nicht spezifisch, aber für mich ist es einfach wichtig, dass man sehr interessante Aufgabengebiete hat und interessante Menschen einfach kennenlernt.